Herzlich willkommen, ihr lieben Mimians. Und zwar versuchen wir uns heute mal an Trackmania. Schuld daran sind Hose und Tinker. What? Hallo. und die unterstellen mir die ganze Zeit, ich wäre viel zu gut für dieses Spiel. Ich denke, das ist eine Lüge. Am Anfang warst du gut, aber mittlerweile krampfen wahrscheinlich deine Finger schon so. Ja, ich hab schon gesagt, ich habe so eine Klumpenhand am Ende des Games einfach. Furchtbar, furchtbar. Aber ich finde es schön, dass du jetzt mittlerweile auch ein bisschen ragen musst. Und boah! Ich denke, guck mal, ich hab schon wieder die Bandzeit überholt. Oh, ja. Ich seh Hose. What? Around the center? Oh, Was ist das? Oh, ich hasse diese Dinger. Oh Gott. Ich glaube, mein Auto verliert Teile, wenn ich gegen irgendwas fahre. Meine Hand tut weh. Please mind the gap, welche. Oh mein Gott. Welche. Oh! Ich bin gegen alle Wände gefahren, die es irgendwo gab. Okay, ja, das war scheiße. Nicht nur egal. Du. Nochmal. 33 bin ich gefahren. 34. Was? Wieso fahren wir eigentlich immer gleiche Zeiten hier? Das ist doch abartig. Wir sind alle gleich schlecht. Gleich schlecht. Ich habe das mit dem Driften noch überhaupt nicht kapiert. Überhaupt. Was ist mit dem Driften? Ihr müsst dazu auch wissen, ich bin diejenige, die hier mit Tastatur spielt. Ja, das scheint sehr gut. Oh mein Gott! Oh mein Gott, da war was im Weg! Ja, da steht doch auch. Hose? Was denn? Kannst du mal kurz bremsen? Nein. Bitte? Oh ja, hier muss ich. Shit! Hab ich dir doch gesagt, Mensch, ich wollte dir nur helfen. Ja. 31. Ah, nochmal. Was? Was? 31,65. Du laber nicht! Nee, das war echt. Also, ich wäre anders gefahren, aber Tinker hat gemeint, ich muss da bremsen und dann hab ich's doch geschafft. Ja, so gut war ich zu dir. Ja, ne? Bremst jetzt nochmal, ganz dolle. Schön. Ah, deine Kisten müssen. Mist. Und schon habe ich Zeit verloren. Check das nicht. Oh shit, ja, hier am Ende, diese Kurve ist so knapp. Oh, ich bin gerade rückwärts durchziehen. 30,36. Echt jetzt? 31,05, ey. Ich habe gerade aufgeholt und dann machst du wieder eine Sekunde weg. Irgendwer muss ja hier die treibende Motivation sein. Wir spielen nicht mehr mit dir, du bist viel zu gut! Ja, hier spielen wir nicht mehr. Oh, das war shit. Nein, da ist schon wieder das Ding im Weg! Oh. Aua. Ich will, oh, mein konzentrierter Blick später, ne? Das muss ich unbedingt angucken. Hier heißt einer Vollblutspende. Ist euch der aufgefallen? Nein. Geil. Ich hab Tinker überholt, glaube ich. Oder? Nö, ich sehe dich nicht vor mir. Nee, ich meine mit Zeit. Welche Zeit hast du denn? Ich hab 32. Nee, ich hab 31. Okay. Dann habe ich mir das eingebildet. Oh, das klang so richtig geknickt. So, okay. Okay, tut mir leid. Ist okay, du darfst besser sein als ich. Wie bremst man? Nicht wie bremst man, wie driftet man mal? Alter, Minecraft hat gerade voll den Megadrift hingelegt und ich bin einfach zu schnell. Das ist übrigens unser Kollege, ja. Also melde dich bitte bei uns. Ja. Falls du das siehst, join the team. Unfälle können wir immer gebrauchen. Also join was? Nicht the team. Er ist gut. Das geht nicht. Okay. Ja, scheiße, ich bin. Aber du darfst dich trotzdem melden. Du bist bestimmt nett. Kannst du uns eben erklären, wie das Driften funktioniert? Na, so schwer. Die Runde davor hat es voll gut funktioniert. Ach, der Tastatur klappt nicht mehr. Boah, ist nicht schlimm. Die Runde davor hat mal nicht. Da ist mir gerade jemand entgegengekommen. Geisterfahrer! Oh, come on. Das kann aber nicht wahr sein. Wie habe ich denn eben die Zeit geschafft? Muss man am Ende wieder über Bande einparken? Also, ich bin im Wald gelandet. Ich möchte dann auch über die Bahn hinaus. Meh. Wir hatten letztes Mal eine Bahn, die war so beschissen, dass Hose und ich einfach nur noch in der Wüste rumgefahren sind, weil wir keinen Bock mehr hatten. Die war richtig übel. Die ging nämlich überhaupt nicht. Da waren wir beide so salty, dass wir gesagt haben, ja, kommt nicht gut Bahn. Salz! Ach, Mann. Ich werde einfach nicht Speed besser. Ich auch nicht, also hier schaffe ich es mich überhaupt nicht mehr zu. Man drückt einfach nur noch Rage-Mode. Neustart! Okay. Letzte Chance, jetzt nochmal hier alles zu rocken. Ich sehe Hose vor mir. Ja, wahrscheinlich nicht lange. Weil ich spätestens hier gleich verkacke. Ja, ich habe verkackt hier. Deswegen, du nicht, aber ich.
Du hast es gut gemacht. Ich versuch die Runde. Nein, habe ich nicht. Noch. Oh Gott, ich habe versucht, nicht zu driften, nicht driften zu müssen. Und das war keine gute Idee. Sehe ich zwar noch, aber du bist, hast ordentlich Abstand gewonnen. Oh, yes! Ich hab ihn noch verbessert! 30-2-7. Ausnahmsweise habe ich die Kurve extrem geil genommen und davor warst du schlecht. Aber ich bin ein bisschen besser geworden. Ja, du hast noch einen hinter dir. Aber wir sind wieder drei untereinander, jedes Mal! Ja, das stimmt. Das finde ich schön. Ja, ne? Wir halten zusammen! Ja. Ein Team! Yay, das Stream Team! Tada! Okay. Okay. Bin gespannt, was jetzt kommt. Weißt du, woran es liegt? Das sind unsere Namen. Wir heißen nicht MC Player 27. deswegen. Oder Minecraft! Ja, du meinst Minecraft. Craft. Deswegen fahren wir nicht gut. Hätten wir dieses Geheimnis auch gelöst. Schon. Es muss doch jetzt. Jetzt muss ich erstmal wieder. Die Ladebildschirme sind gefühlt viel länger als letztes Mal, aber wir haben letztes Mal auch viele sehr kurze Strecken gehabt. Das stimmt. Die wirklich so, weiß ich nicht, wo wir dann uns um Zeiten geprügelt haben zwischen 11 bis 20 Sekunden oder so. Ja, ja. Los, bei mir geht's los! Oh, ich hasse so Upload-Dinger. Was ist das? Ja, das ist unfassbar schwammig hier. Warum sind da überall Glückskatzen? Das bringt überhaupt gar kein Glück. Einfach nicht von der Strecke runterkommen, sonst bist du gearscht. Ja. Looping! Oh mein Gott. Was ist das? Die Panda-Bären, die haben gesagt, das ist gut. Oh mein Gott. Mimi hat mich gerade überholt. Oh, ah! Ich hab gerade das dritte Mal neu starten müssen. Scheiße. Was? Ja, ich hab's irgendwie geschafft, ins Ziel zu fahren. Oh ja, ich bin auch im Ziel. Ich nicht. Wie lange 30. 30. Okay, ich starte gerade das dritte Mal neu. Ja, du bist nicht gefahren, wo ich gegen die Wand gefahren bin. Ja. Oh mein Gott. Oh, ich hab ein Looping gemacht, aber von alleine. Ja, das ist vielleicht nicht so geil. Alter. Oh mein Gott. Oh Gott, diese... Oh, ich kann mich nicht dran gewöhnen, wenn Kopf in ein Auto geht. Nee. Doch, das ist geil. Wuhu! Please mind what? The gap. Okay, ich bin einfach nur froh, wenn ich es durchs Ziel schaffe. Mir ist völlig egal wie. Ich hab durchs Ziel geschafft, aber 28,93. Was? Ich bin neben dem Ziel vorbeigejumpt. Kann mir bitte irgendeiner das rausschneiden, wie Mimi immer sagt, was? Ich hätte das gerne als, weiß ich nicht, Notification Sound im Stream oder so. Schön, der Kommentar von Wandtafel. Was, der Kommentar? Von Wandtafel? Da kann ich mich doch gar nicht drauf konzentrieren. Ja, das kann ich auch gerade nicht sehen, was stand da. Car more sensitive than the virgin pussy. Und er hat halt auch recht, ehrlich. Diese Steuerung, du tippst sie leicht ein und das Fahrzeug macht yeah! Ja. Aber total, ey. Deswegen musst du sensibel sein, Bullshit. Ja. 28,40. Leck mich. Hose, du und ich, wir sind keine Freunde mehr. Wir nehmen mit dir nicht mehr auf, ehrlich. Entschuldigung, nur weil ich weiß, wie man eine Virgin Pussy steuert. Na was? Ich dachte, darum ging's gerade. Hose, bitte, benimm dich. Okay, ich bin ausnahmsweise durchs Ziel gekommen. Wie viel habt ihr? What, what the fuck? 28,40. 30. Okay, 29,01. Super! Meine einzige Runde, die ich durchs Ziel geschafft habe, gar nicht so beschissen gewesen. Ich will das jetzt nochmal. Außerdem sind wir wieder alle beieinander. Ja, das war das Ziel des Ganzen. Ich fahre die ganze Zeit in den Strand rein. Aber man muss hier gar nicht driften. Ah, oh. Das meint er mit sensitive. Sei sanft. Sanft. Okay, das war nicht sanft. Das ist so Rage, ne? So. Extrem. 28,21. Halt die Klappe. Ich hätte es tatsächlich auf 27 geschafft, wenn ich nicht vor dem Ziel abgeprallt wäre und schief geflogen. Ich fass es nicht. Oh, ich fass es nicht! Irgendwann muss ich meinen Nachbarn mal meinen Channel geben, damit sie sehen, warum ich nachts immer so vor mich hin brülle. Oh, ich glaube, ich hab ein bisschen. Bin auf jeden Fall auf 29 schon. Ich glaube, ich kriege. Also, wenn ich nachts Rage-Spiele aufnehme, klinge ich, glaube ich, als würde ich masturbieren. Das ist, glaube ich, noch seltsamer zu erklären. Meine Nachbarn haben gesagt, man hört mich nicht.
Ich habe meine noch gar nicht gefragt, weil ich das mal tun, wäre das mal nett und fair. Ich hab den extra, weil eine Woche nachdem ich eingezogen bin, haben wir natürlich meinen Geburtstag gefeiert. Super, ne? Geil. Und dann habe ich den erstmal erzählt, jo, wenn ihr, ne, so einmal Jungsvater feiert. Ich möchte mal ganz ja. 2616. Okay. You have to be shitting me. Bist du eine Abkürzung durch den Dschungel gefahren oder was? Ja, ich bin übers Meer geschwommene. Ich hab doch gerade gesagt, dass ich schon die 27 hingekriegt hätte, wenn ich nicht vor dem Ziel einmal so schwammig scheiße dagegen geknallt hätte. Ja, aber ich dachte, es wäre halt gelabert, ne? Ja. Höschen. Was denn? Bezahlt für eine neue Runde TTT. Du und ich auf dem Klo. TTT. 2037, ich komme. Es reicht, wenn du erscheinst. Wie soll das gehen? Das, ja. Da fällt mir jetzt kein Comeback mehr zu. Bin schon wieder gegen die Klotze gefahren. So, okay, come on. So, also auf jeden Fall habe ich diese Feier, ne, und am nächsten Tag habe ich den Stück Kuchen vorbeigebracht. So, tut mir leid. Aber die hat sie gar nicht gehört. Okay. Ja. Und wir waren echt laut. Fuck! Wow! Ich hab mich so erschrocken, als du so fuck gesagt hast. Du hast mir meine Runde versaut. No, 26-4. Verdammt. Ich hab's nicht mehr geschafft. Nochmal. Was? Nicht beieinander. Das war deine Schuld. Wir sind nicht beieinander. Du so fuck. Und ich hab mich voll erschrocken. Ich hab so ein richtiges Wee gemacht. Zwischen uns sind Leute. Das ist gemein. Die Kamikaze, das geht nicht. Echt mal. Alter, das ist mal eine Strecke hier. Eins noch, oder? Ja, glaub schon. Auf jeden Fall. Gut. Oh. Das sind aber immer so Strecken, wo ich denke, wenn ich mich eine Stunde damit beschäftige, wäre ich bestimmt voll gut. Nur, muss ich meine Hand massieren. Tut weh, Hand tut weh. Aua, du kannst sie gleich in Essig einlegen oder sowas. Was? Macht man das nicht, wenn man Krämpfe hat? Aus der Kategorie Hausmann wissen, was offensichtlich nicht stimmt. What? Das habe ich mir gerade ausgedacht, aber es ist schön, dass es gut ankommt. Oh, stimmt. Oh, ich habe Tränen in den Augen. Aber ich bin immer in dem Ding unten hängen. Ich fahre geradeaus runter, wieso kommt ich wieder durch? Was ist denn an Essig so witzig? Ich bin Platz 3. Fuck. 27 Sekunden. Ich habe es nicht einmal auf die Kurve bisher geschafft. Ich weiß, ich bin auch gerade auf der. Oh, ich bin. Das ist die Zielgerade hier. Ich komme rückwärts, eventuell rückwärts ins Ziel. Ja, ich komme rückwärts. 30 Sekunden rückwärts. Egal, Hauptsache im Ziel. Oh. Ja. Kann man in der Mitte gerade durchfahren oder? Ja. Okay, gut. Ich habe nämlich gelenkt und ich glaube, das war mein Fehler. Ich bin gegen eine Säule gefahren. Ich auch, ich bin voller Kanne gegen die Säule gekracht. Okay, oh, schon wieder. Okay, 36, aber Hauptsache erstmal im Ziel. So. Okay. Trackrania ist ja genauso Krieg, ey. Wie war's, Worms? Ja. Obwohl, nee, nicht ganz so krass. 27,4. Ah, halt die Klappe. 27,10, verdammt. Ja, ich hol auf. Ist es Punkt 4? Nee. Ja, also Punkt 4,0. Nee, dann, ich hab Punkt 1,0. Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich hol auf. Ich dreh mich. You spin me right round, I'm me right round, round. Shit, wreck it, baby, round. Ich hab versprochen, nicht mehr zu singen, ich darf nicht. Die Gatte, ein Erlebnis habe ich gehört. Oh nein. Oh kacke, wieso verkacke ich immer auf dem letzten bisschen diesen Sprung? Das ist so dumm. Ja! Alter, der hat mich einfach schief in der Luft gestartet. Was kacke. Ist das denn für ein Bullshit? Was? Bitchbahn. Entschuldigung. Echt mal. Tinker Rage. Wir sollten unser Team die Bitchinator nennen. Bitchinator. Tell me me world. Come on, bitte einmal nicht crashen. 26,02, Bitches. Ah, Bitches.
Es fühlt sich einfach sehr befriedigend an, vokal gesehen, wenn man Bitches in einem sehr hohen Ton sagt. Okay? Ja! Du versuchst dich einfach nur den weiblichen Stimmen anzupassen. Der auf dem Rücken vor der Zähne ranliegt, bin ich. Weißt du, wie oft ich da schon gelegen habe? Oh mein Gott. Nackig auf dem Rücken, Zigarette vor Augen. Und dann von nackig habe ich nichts gesagt, aber okay. Oh shit. Yes. 25, 6, 8. Yes. Hose? Was tust du da? Wir spielen nicht mehr mit dir. Nicht mehr mit dir. Zumindest in Trackmania nicht. Hose. Und ohne Hose ist doof. Behaupte ich mal jetzt so. Ich schon wieder auf dem Rücken. Ich hatze! Ein Käfer, wie ein dicker kleiner Käfer. Ich hab's nur ein einziges Mal durchs Ziel geschafft in einer ultra beschissenen Zeit. Das ist diese Rampe am Anfang, ne? Ne, da ist alles super. Was mich killt. Ne, ich meine am Ende die. Genau, am Ende. Da regt's mich immer auf den Rücken. Echt? Ja, mich dreht's da auch immer in alle möglichen Richtungen. Du kannst allerdings auch in der Luft, glaube ich, bremsen, indem du die Bremse halt betätigst. Ich möchte nicht bremsen. Er bremst verliert. Er kommt aber vielleicht durchs Ziel. Shit! Okay, jetzt habe ich es zumindest auf 29 geschafft. Das ist immer noch nicht geil, aber besser als nichts. Mimi, wo bist du gerade? 27,1 immer noch. Okay, gut. Wie bist denn du? 25,6. Okay, ich schaff's nicht mehr. Aber egal. Ich habe die 36 bin ich los geworden, Gott sei Dank. Aber Checkpoint bringt irgendwie gar nichts, weil man da voll langsam startet. Ja, Checkpoint ist nur, um am Anfang die Karte kennenzulernen. Also für Runs würde ich immer von vorne starten. Ja. Ich komme, wenn ich die Runde runterfalle, so schräg auf, dass ich direkt gegen den Pfosten vorne fahre. Wie kann sowas eigentlich sein, dass es manchmal passiert? Weiß ich nicht. Schrödingers Pfosten? Schrödingers Pfosten. Manchmal ist er da, manchmal nicht. Du weißt nicht, ob er da ist oder nicht, bis du reingefahren bist. Genau. Oh, 26 glatt. Oh, scheiße. Oh, jetzt. Ich habe schon verloren. Also mehr als 25 schaffe ich hier, hole ich hier nicht raus. Oh, ich frage mich, wie Leute das machen, da noch was Besseres rauszuholen. Also ich habe gerade einen gesehen, der ist offensichtlich eine Abkürzung gefahren oder von der Karte runter, weil er keinen Bock mehr hat. Von der Karte runter, weil er keinen Bock mehr hat. Oh, wir sind fast wieder beisammen. Oh. Ja. So, meine Lieben, ja, das war's auch mit Trackmania. Denkt daran, es natürlich gab es wieder ein Video vorher bei Hose und bei Tinker. Alles unten in der Infobox einmal auch noch anschauen, jetzt direkt sofort da drauf drücken und gucken. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.